Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar geht's weiter in Sache Nail Design Wettbewerb. Und diesmal soll so ein Pinguin gemalt werden. Man kann sich aussuchen, ob man einen männlichen macht. Ich sage jetzt einfach mal männlichen oder ein Mädchen. Da entscheide ich mich spontan zu. Aber ich werde jetzt einmal loslegen. Schildchen liegt hier, weil ihr Marken erkennen könnt oder eventuell. Alles ist selbst bezahlt. Der Tipp ist vorbereitet und als Grundlage nehmen wir erstmal schwarz. Genau, wir machen jetzt erstmal ein schwarzes Fullcover. Und das lassen wir dann einmal komplett aushärten. Also noch ganz unspektakulär. Wie gesagt, wie auch jetzt hoffe ich immer im Bild zu bleiben. Wenn nicht, verzeiht es mir. Ich gebe mein Bestes. So, so sieht es jetzt aus. Und das lasse ich einmal aushärten. Weiter geht's. Hier gehe ich jetzt hin und nehme die Schwitzschicht ab. Na. Machen wir uns mal hier ein bisschen Platz. So, jetzt kommt der weiße Bauch. Achso, sollte man sich vielleicht das Weiß auch aufmachen, ne? Sehr sinnvoll, Steffi. Ich erstmal so einen Bogen hier und nehme ich jetzt mal den Pinsel. Und mal den Bauch aus. Machen wir mal eine dünne Schicht. Da mache ich gleich noch eine zweite drüber. Weil so deckend ist das Weiß jetzt hier nicht. Deckt zwar schon gut, aber noch nicht alles. Und dann lasse ich jetzt einmal aushärten. Oder anhärten lassen wir das mal. Genau. Und ich kann mir noch überlegen, ob das ein Mädchen wird oder ein Junge. Ich versuche mal ein Mädchen. Gucken, ob ich das hinkriege. Aber es ist kein Meister vom Himmel gefallen. Und das Wichtigste ist, finde ich, man muss Spaß daran haben. Hier haben wir nochmal eine zweite Schicht und die lasse ich dann ordentlich aushärten. Doch, so. Und die lasse ich jetzt komplett aushärten. So, jetzt nehme ich eine trockene Zellette. Wische mir das hier wieder ab. Und jetzt kriegt der kleine Fratz weiße, schwarze Augen. Also weiße Augen mit schwarze Pünktchen drin. Und hier auf dem Bild ist es. Direkt darüber. Aber jetzt könnte ich ja sagen, wir haben Platz.
So, und die lasse ich jetzt einmal anhärten. Und da kommen gleich die schwarzen Pünktchen rein. Ja, hier ist er drüber. Naja. Hat mein Pinguin halt. Größere Augen. So, jetzt gehe ich in das Schwarz rein. Und gibt da wirklich nur an. So. Jetzt kommen wir zu dem Orange. Denn der Schnabel, bin ich mit Schwarz sowas fertig, ne? Ja. Der Schnabel und die Füßchen werden orange. Zack, zack. Du bist hier am Laufen. Boah, das mag ich ja. Ich habe die schon nicht ganz zugeschraubt und die siffen trotzdem. Das ist nur so schade. Das ist so schade. Hier wischen wir alles ab. Hier oben muss eine Spitze sein. Ja. So, jetzt nehme ich das Orange. Hoppala, hoppala. Jetzt muss ich erstmal einen Schnabel malen. Steffi, die Schnabelexpertin. Ist der gerade, ist der krumm? Jetzt finde ich, sieht das aus wie so ein Maulwurf. Na, also müssen wir mal anhärten, ne? Und dann kommen gleich die, wie würde Emma jetzt sagen, die Stinktiere. Die Füße. Die sind eher so ein bisschen rundlicher. Dann nehme ich dann den Spotty. Wo haben wir denn da? Nehmen wir den. Ich glaube, damit kann ich besser. So. Nee. Nehme ich die große Seite direkt. Weil der hat auf dem Bild große Füße. Jetzt hat der einen schmalen unten. So, das lasse ich jetzt einmal komplett aushärten. So, wieder einmal alles runterwischen. Und jetzt hat die eine Schleife. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Wartet. Jetzt hat die eine Schleife. Oh, jetzt landet das Licht. Da drum ist eine ganz kleine weiße Umrandung. Da gehe ich dann erstmal hin und nehme den Spotty und mal weiß da drauf. Ja gut, ich habe noch nie eine Schleife gemalt.
nervös. Ich bin nervös. Lass ich die nach jedem Mal, ich glaube, einmal kurz anhärten, wa? Das Mittelding ist ja schon riesig. Lass das mal kurz anhärten, damit das nicht so oft oder damit das nicht verläuft. Du bleibst da. Du bist gleich erst dran. Oder mache ich das doch lieber mit dem? Ihr merkt, ich wechsle öfter mal. Aus Angst. So schnell kann man auch korrigieren. Kriegt jetzt eine Riesenschleife auf den Kopf. Das sieht ja schon mal gut aus. Jetzt muss das entgegengesetzte Stück nur genauso gut aussehen. Oder anhärten lassen. Man kann ja immer noch ändern, wenn es doch nicht gefällt. So. Wie macht man es jetzt? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja, das ist okay so. So, einmal kurz an, aushärten lassen, wie auch immer. Machen wir schon mal hier die Farbe auf. Ist wunderschön. Finde ich zumindest. Pinsel ist sauber. So, einmal wieder abputzen. Bleib liegen. Jetzt machen wir in der Mitte erstmal wieder die. So, dass man einen dezenten weißen Rand noch sehen kann und anhärten lassen. Jetzt sind meine Bilder weg. Hilfe. Dauert mal 2 Sekunden, ich muss meine Bilder wieder ranholen hier. Muss ja gucken, wie,
wie das funktioniert hier. Machen wir direkt die andere Seite auch noch. So nah wie möglich an den Rand. Jetzt wahrscheinlich mit meinem Finger davor. Das war mein Arm. So, das lasse ich dann auch nochmal mit anhärten. Dafür, dass ich das alles zum ersten Mal mache, bin ich mega zufrieden. Macht Spaß. Hoppala, jetzt kommt nämlich gleich noch ein. Das sieht aus wie so ein Lichteffektschatten, wie auch immer. Der kommt da drauf. In weiß. Ein ganz dünner hier in der Mitte. Aber das ist auch wirklich nur ein ganz. Machen wir lieber erstmal den. In der Mitte. Ja, so sieht das jetzt aus. Ich versiegel den, dann komme ich nochmal zurück. So, da bin ich wieder. Also mir gefiel die, sagt schnell, die Schleife überhaupt nicht, weil die so klein war. Ja, da habe ich die dann jetzt einmal weg, buffert. Und jetzt versuche ich nochmal ihn etwas größer. Machen. Das ist ja wiederum das Schöne an Nageldesign. Wenn es nicht gefällt. Kann man es wegmachen. Jetzt überlege ich gerade. Mittelding auf immer ein bisschen größer und breiter zu machen. So, und auch das lassen wir wieder anhärten. Und auch das lasse ich euch sehen und ja, warum auch nicht? Wir sind ja hier nicht im. Ich zeige nur die schönen Dinge. Sondern ich zeige auch, wie ich was mache, wenn ich was mache. Und mal gucken, ob mir besser gefällt.
So, dann male ich immer aus hier. Und lasse das dann auch wieder anhärten. Sieht man natürlich das Mittelding nicht. Ja, das kann man hier hinterher machen, ne? Man soll ja auch sehen, dass der Pinguin ein Schleifchen im Haar hat. Ein Gefieder natürlich. Ja, so richtig gefallen tut's mir auch noch nicht. Also irgendwie ist jetzt die So, aber jetzt, das lasse ich jetzt mal aushärten und dann mache ich schon mal die Hose bereit und dann komme ich gleich wieder. So, die Schwitzschicht ist abgenommen. Jetzt machen wir mit dem rosanen Stiftlein hier mit der rosanen Farbe erstmal die mittlere Grenze. Das ist der Nachteil, wenn man nicht anhärten lässt. Ist das Video jetzt 12 Stunden länger, nur weil ich hier wieder nicht zurechtkomme. Das lasse ich jetzt einmal kurz anhärten, aber auch da denke ich, gehört dazu.
So, das lasse ich jetzt auch anhärten. Dann die andere Seite noch und dann geht's zum Versiegeln. Der Pinguin bleibt jetzt so, wie er aussieht. Denn so ist er schön. So lasse ich das jetzt einmal komplett aushärten. So sieht der Pinguin hier aus. Und so sieht mein Pinguin aus. Ich hoffe, die haben ein bisschen Ähnlichkeit. Ich zeige euch den natürlich nochmal im Nahen. Es hat Spaß gemacht. Ihr habt gesehen, dass ich mich mittendrin umändere. Ob das jetzt besser ist, weiß ich nicht. So bleibt er jetzt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.